What we can already realize today is that there is a mega system of systemic threats to humans, to animals, to the integrity of the environment. We have the solutions. If we work on it and if we get rid of the Monsantos and co, I think we shall be on the right track so that our children still have a world. Because again, Mars is not really an option for all of us. Thank you. I'm here today at the Monsanto Tribunal because I believe that it is so important for all of us in all of our movements to unite. So I think an event like this to draw attention to the dangers of Monsanto and the things that it actually does in this world is important to raise awareness about it. I believe in the power of people, and I believe that seeds should be kept within the hands of people and not in the hands of multinational corporations. We are looking for an advisory opinion that is a new way of reasoning in law and applying very important concepts such as the right to health, the right to an environment, the right to food, and also ecocide, which is a brand new concept, legal concept. With this advisory opinion, we can open the way to future real lawsuits. We are looking for very specific legal reasoning. And with this specific legal reasoning and this event, we want to raise consciousness about several threats which are very important. In recent years, Monsanto has gone down in history for the damages done to children in Vietnam with the spraying of Agent Orange, a herbicide, with dioxin being put all over the place, in rivers, in waterways, and cancer clusters, wherever Monsanto produced the dioxin. And they're the ones who wrote the laws to say, we will patent life. They are the ones who said, when we do genetic engineering, we'll pretend we created life, and through that, collect royalties. In India, their collection of royalties has pushed farmers into debt. And in the cotton areas, we have an epidemic of farmer suicides because of the debt. What can we do and what should we do? The first is we have to take power back. We have to take power back as citizens. We have to redefine and reinvent democracy. And we have to do that by our daily actions. What we eat decides whether we are free or slaves. What we eat decides whether we are healthy or sick. That's why food can be a very important part of reclaiming your power, reclaiming your freedom. Slow Food ist eine internationale Graswurzelbewegung. Die Idee, die Grundidee war ein bisschen gegen diese Fast Food Bewegung, aber gegen die Grundsache von Fast Food, also industrielle Landwirtschaft, schnelle Essen, standardisiert Essen weltweit. Und die Organisation hat angefangen mit so die Idee, dass man so diese traditionellen Rezepten, diese traditionellen Pflanzen und Tierrassen einfach schützen sollte. Ja, wir wollen gegen die mit der Schnippeldisco ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Und zwar, wir fahren auf Höfe und ernten dort Gemüse, die sonst auf dem Felder liegen bleiben, weil sie so aussehen, wie diese Kohlrabi zum Beispiel. Das heißt, ein bisschen krumm, ein bisschen verwachsen. Es schmeckt genau das gleiche wie eine, so in der Norm Kohlrabi. Genau wie diese Zucchini, die viel größer ist, als was man in der Handel findet. Und man erntet diese Gemüse, die sonst der Bauer nicht loskriegt, und kocht damit, schnippelt damit ganz viele Leute und ein DJ wie jetzt die DJ Florin und verwende das in eine leckere Suppe, wie der Bambcat das gerade macht. Was wir heute gekocht haben, ist Kartoffeln, Kürbisse, Karotten, ganz viel Zucchinis, von den riesigen, großen Zucchinis. Weil es schönes Wetter gewesen ist, viel Regen, sind die Zucchinis so geworden. Und die Handel will nur solche Zucchinis haben. Mein Name ist Christine Pohl
und ich koordiniere den Ernährungsrat Berlin. Der Punkt Vielfalt auf allen Ebenen ist uns wichtig, weil wir eben nicht nur über die Biodiversität dabei reden wollen, sondern eben auch über vielfältige Marktstrukturen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, kleinteiliges Lebensmittelhandwerk. Also es geht uns da auch um vielfältige Lebensstile, Ernährungsweisen. Also es geht uns eben um Vielfalt auf allen Ebenen. Aber eben der Punkt Biodiversität und Vielfalt in den verfügbaren Sorten und Arten, die kultiviert werden können, spielt da eben genauso eine Rolle. Und in Berlin und Umland gibt es eigentlich schon sehr, sehr viele spannende Initiativen, die genau so ein Ernährungssystem eigentlich auch schon vorleben. Es gibt viele Stadtgärten, es gibt auch im Umland viele Erzeuger, kleine Erzeuger, die eben andere Wege gehen, die vielleicht biologisch produzieren und direkt nach Berlin vermarkten. Es gibt solidarische Landwirtschaften, es gibt auch viele Initiativen, die eben im Lebensmittelhandwerk, in der Weiterverarbeitung, in der Produktion andere Wege gehen. Die Food Assembly ist ein Bauernmarkt, ein moderner Bauernmarkt, bei dem man auf einer Internetplattform die Produkte bestellt und bezahlt und dann einmal in der Woche zu einem Ort, zu einem festgelegten Ort kommt, wie zum Beispiel im Himmelbeet, und dort seine Produkte abholt. Direkt beim Bauern, also man kann die Bauern dann auch kennenlernen. Wir wissen ganz genau, was wir an dem Tag ausliefern. Das ist dann also alles schon abgesprochen mit dem Kunden. Die Bezahlung ist schon erfolgt und wir haben dann hier die Möglichkeit, den Kunden einfach eingehend zu beraten und über unsere Anbaubedingungen zu berichten und zu erzählen, wie unsere Tiere leben, welches Saatgut wir verwenden. Wir haben eben einfach Zeit für ein persönliches Gespräch. Es geht ja bei der Food Assembly hauptsächlich um Regionalität. Also wir haben einen Umkreis von höchstens 150 Kilometern, aus denen die Bauern kommen. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, wenn man jetzt bei der Food Assembly kauft, ist einfach der ökologische Fußabdruck ein ganz anderer, als wenn man jetzt im Supermarkt irgendwie Bioprodukte aus Neuseeland kauft oder so. Am Anfang des Gartens stand auch so ein bisschen, dass wir hier regionale Sorten, alte Sorten, Sorten, die es sonst nicht mehr so häufig gibt, anbieten. Wir versuchen, nur sortenfestes Saatgut zu verwenden. Das heißt, im Gegensatz zu Hybrid-Saatgut ist das mehrjährig. Man kann es also wiedergewinnen nach der Saison und dann wieder in der nächsten Saison anbauen. Das ist uns sehr wichtig, weil wir vermeiden wollen, ihr Gentechnik im Boden zu haben und das möglichst nachhaltig zu gestalten. Only 10% of the GMO crops that are grown go into the human food system. The rest are going for biofuel and driving cars and animal feed. This is not food. So the alternative is to grow real food. Where does real food come from? It comes from real seeds. Therefore, farmers must have seeds in their hands. Farmers must grow diversity. When we grow diversity, all the problems get solved ecologically. Pests get controlled ecologically, weeds get controlled ecologically. Production grows up per unit. We produce more nutrition per acre and we need nutrition. We don't eat commodities, we eat food. Wir verkaufen hier alles Mögliche an Gemüse und an Kräutern. Also Tomaten haben wir sehr viele. Und das sind alles samenfeste Sorten, die geschmacklich einfach anders sind als jetzt das, was man normalerweise auch im Bioladen halt kriegt. Manche großen Firmen, die legen es halt richtig drauf an, dass halt Leute oder dass halt Bauern halt kein eigenes Saatgut eben produzieren können, sondern eben quasi in so einer Abhängigkeit halt auch sind, und da haben wir einen ganz anderen Ansatz. Also wir gehen auch von einem Grundprinzip der Ernährungssouveränität aus und wollen eben auch, dass zum Beispiel Saatgut allen frei zugänglich ist und dass eben auch die ganze Vielfalt des existierenden Saatguts zugänglich ist und dass jeder halt die Ressourcen nutzen kann, um halt ein Ernährungssystem aufzubauen. Und genau das schränken halt Konzerne wie Monsanto ein. Dass man gegen Monsanto ist, das ist noch eine andere Geschichte. Da kann man auch Argumente bringen, wie zum Beispiel, dass man davon krank wird. Ich weiß, in Frankreich zum Beispiel, da ist das wohl sehr erfolgreich gewesen. Da ist das auch anerkannt als Berufskrankheit, wenn man von diesem Glyphosat-Spritzerei, dass man da wohl krank werden kann. Das ist in Deutschland nicht anerkannt. Also deshalb wissen das wohl viele Leute auch nicht, wie gefährlich das ist.
glyphosate, which is in the news, is a product sold under the name of Roundup. Monsanto knew in 1985 it is a carcinogen, but it hid it from the public. Now we have a cancer epidemic. We have neurological problem epidemics. We have problems of digestion and intestinal decay because glyphosate and Roundup have grown in use with the Roundup Ready GMO crops, which are not allowed in the Europe, but are imported as food, and therefore these toxics are going into the food chain. So Monsanto lies, it influences policy, it writes laws, it poisons our food, it poisons our children, and when our laws take them to account, it threatens our governments. Was ich, glaube ich, einfach auch nochmal betonen möchte, ist, dass wir hier den Ernährungsrat vor allem deshalb gegründet haben, weil wir eben ein global nicht gerechtes Ernährungssystem haben, das Menschenrechte verletzt und das Lebensgrundlagen zerstört. Und wir haben den Ernährungsrat eben nicht nur gegründet, damit wir hier coole und hippe Lebensmittel aus der Region haben können, sondern weil wir eben da auch eine globale Verantwortung haben und eben uns nicht weiter auf ein Ernährungssystem verlassen dürfen, das eben Menschenrechte verletzt anderswo. Letztendlich ist es ja dann auch eine politische Frage, ob man jetzt sowas unterstützt, was wir jetzt vorhin halt auch schon gesagt haben, dass es eben halt hier allesamt Sorten sind, die sich eben, selber erzeugt werden können, die jetzt halt nicht in so großen Zusammenhängen hergestellt werden. Bei Slow Food gibt es verschiedene Wege, sich einzubringen. Wir haben so eine lokale Gruppe, die heißen Convivien. Und es gibt 85 Convivias deutschlandweit. Ja, ich glaube, jeder entscheidet jedes Mal, wenn er irgendwie irgendwo was einkauft oder eben in seinen Mund steckt, darüber, wie wir leben wollen, wo die Sachen herkommen sollen, wie die produziert werden, unter welchen Arbeitsbedingungen auch und wie ressourcenschonend wir mit dieser Erde umgehen. Das Schwierige ist aber, es gibt, also das Ernährungssystem, was wir haben, ist eigentlich nicht transparent genug, um eine wirkliche Wahlfreiheit da gewährleisten zu können. Und die Information, die ein Verbraucher beim Einkaufen verarbeiten muss, ist hochkomplex. Und eigentlich kann der Einzelne zwar natürlich sich versuchen, verantwortungsbewusst zu verhalten und verantwortungsbewusst einzukaufen, aber so viel Wahlmöglichkeiten, so viel intransparente, komplexe Informationen zu verarbeiten, ist halt unglaublich schwierig. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass man dem Verbraucher da nicht so viel Verantwortung zuschustern darf, sondern dass sich eben auch politisch da was ändern muss und dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit eben das Ernährungssystem zukunftsfähig sein kann, weil das nicht allein in der Verantwortung der Verbraucher liegen kann. In addition, we have to organize. Every time of serious oppression has required people to get together. And that getting together is facilitated by creative actions. Creative actions like me talking to you when otherwise I couldn't have talked to you. Creative actions like what we are doing in October, 14th to 16th October in The Hague, where we are organizing a Monsanto tribunal to try Monsanto on their century of crimes against nature and humanity, but also to lay out the vision that we are shaping of a better world, a better agriculture, a world where people are not fighting each other, but working together to protect the earth as earth citizens.